Der Begriff Burnout hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Fast jede Art von Überforderung, Niedergeschlagenheit oder Erschöpfung wird mit diesem Begriff in Verbindung gebracht. Dabei stellt das Burnout-Syndrom keine eigenständige Diagnose dar. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einem Problem der Lebensbewältigung. Die Symptome des Burnout-Syndroms sind verwandt mit denen einer Depression, zum Beispiel Kraftlosigkeit, Pessimismus, Sinnkrise oder Schlafstörungen. Viele Betroffene finden jedoch im Burnout-Syndrom eher eine Würdigung ihres Leidens. Das Burnout-Syndrom bezeichnet letztendlich einen Zustand der totalen Erschöpfung, der sowohl psychische als auch körperliche Auswirkungen hat und sich in der Regel schleichend entwickelt. Häufig sind die Menschen betroffen, die über viele Jahre engagiert mit anderen Menschen zusammengearbeitet haben. Allerdings zeigen auch Studien, dass eine Unterforderung im Beruf oder im Alltag derartige Beschwerden hervorrufen kann.